Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich wurde gefragt, wie ich denn meine Thumbnails in meine Videos einfüge und wie ich sie bearbeite. Und ja, das zeige ich euch dann heute. Und ich werde auch immer gefragt, mit welcher App ich meine Videos bearbeite. Und ich werde es jetzt noch einmal sagen, damit sich halt die Frage geklärt hat. Ich bearbeite meine Videos mit InShot. Und hier, ihr könnt jetzt auf das Video klicken, auf die drei Punkte und auf das i klicken oder das i wird euch angezeigt. Ja, bei der Infokarte werde ich euch das Video einblenden, wo ich halt euch die App gezeigt habe, also InShot. Also ja, ihr könnt jetzt auf i klicken, dann könnt ihr euch vielleicht nach dem Video das Video zu InShot anschauen. Auf jeden Fall zeige ich euch, wie schon gesagt, heute, wie ich meine Thumbnails bearbeite und sie einfüge. Und ja, dafür braucht ihr einmal YouTube Studio und Thumbnail Maker, also YouTube Video Thumbnail Maker. Und das ist Bella. Sie geht hier gerade auf den Boden. Auf jeden Fall, ja, ihr könnt euch YouTube Studio auch ganz einfach herunterladen, indem ihr auf YouTube seid und dann könnt ihr auf euer Profilbild klicken und dann könnt ihr, ihr seht, in der zweiten Zeile steht YouTube Studio und wenn ihr da drauf geht, könnt ihr euch die App einfach runterladen. Genau, ich mache meine Thumbnails öfter mit YouTube Video Thumbnail Maker, aber auch mit PixArt. PixArt kennt wahrscheinlich jeder, das ist einfach eine Fotobearbeitungs-App. Aber ich stelle euch mal die YouTube Video Thumbnail Maker App vor. Also ich bin jetzt hier in der App, da kann man einmal Kanalbilder machen und Thumbnail Bilder. Ja, ich klicke jetzt auf Thumbnail Maker. Und hier sieht man jetzt meine Galerie. Jetzt nehme ich zum Beispiel dieses Bild hier. Das habe ich genommen für Glow Up mein Bullet Journal. Genau, ihr könnt auch so Collagen machen, aber das mache ich jetzt nicht. Ihr seht hier unten die Zeile, die ich gerade bewege. Wenn ihr auf das A klickt, könnt ihr einfach Text einfügen. Ich habe jetzt irgendwas geschrieben. Hier sind dann einmal Textarten oder wenn ihr auf das T klickt, sind hier noch coole. Dann könnt ihr hier die Farben einstellen. Ich mag diese Farben hier. Und hier unten auch noch. Hier einmal Kontur. Und ja, halt könnt ihr dann euer Text so bearbeiten. Dann hier unten in der Zeile geht es weiter mit Sticker. Das sind jetzt nicht wirklich Sticker, sondern meine Thumbnail-Bilder. Aber der nimmt das irgendwie als Sticker, keine Ahnung. Aber ja, hier gibt es zum Beispiel Liken oder ja, halt alle möglichen Sticker. Ich nehme gerne, oh mein Gott, so. Ich nehme gerne diese Herzen hier. Genau. So, hier unten geht es dann weiter. Hier ist noch ein Galeriebild hier unten. Dort könnt ihr einfach noch ein Bild von der Galerie nehmen, aber das mache ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, da könnt ihr einfach draufklicken und noch ein Bild hinzufügen. Hier könnt ihr dann so Kontrast einstellen, Schatten halt anpassen. Dann könnt ihr hier so Formen nehmen. Dort kommt dann wahrscheinlich auch noch ein Bild rein. Also das weiß ich tatsächlich auch nicht, weil ich das nie verwende. Ja, und dann kann man noch zeichnen, hier auch mit den coolen Farben. Das mache ich immer, also ich mache dann immer die Größe ganz groß. Dann nehme ich zum Beispiel das hier und male das Bild an. Und das muss man dann erstmal so speichern und dann kann man danach ein Bild hinzufügen. Ich mache jetzt mal Bild speichern. Das solltet ihr dann am besten auch machen. Dann gehe ich zurück, das Projekt soll nicht gespeichert werden. Dann gehe ich nochmal auf Thumbnail Maker. So, ich habe das Bild jetzt ausgewählt und jetzt kann ich zum Beispiel hier auf das Galerie-Symbol klicken. Ich habe jetzt ein Bild ausgewählt und drücke jetzt Bild hinzufügen, zum Beispiel ein Bild von meinem Hund. Ja, genau so. Und dann könnt ihr das noch so anpassen, also noch so einen Rahmen zum Beispiel machen. Hier, keine Ahnung, was das ist. Oh, das ist so so weich gezeichnet, okay. Ich mache jetzt einfach so. Und das könnt ihr dann noch so hinzufügen. Und ich schreibe dann immer so Text hin. Ja, so könnt ihr einmal euer Thumbnail machen. So, ich habe das jetzt so bearbeitet. Und dann könnt ihr das Bild einfach speichern. Ja, wie schon gesagt, ihr könnt das Bild dann speichern. So, jetzt steht das saved. Und dann geht ihr auf YouTube Studio. YouTube Studio kann ich euch super empfehlen. Das ist nicht nur dafür, dass ihr eure Thumbnails so
einstellen könnt, sondern ihr könnt auch dort eure Kommentare aktivieren, könnt bei den Analytics schauen, wie eure Reichweite ist, eure Zielgruppe, also wie viele in weiblich und männlich euch folgen, in welchem Alter, aus welchen Ländern und genau, also ist ziemlich hilfreich die App. Auf jeden Fall geht ihr dann auf Videos und geht dann auf das Video, auf das ihr das Thumbnail machen wollt. Ich mache das immer so, wenn ich gerade ein Video hochlade und es gerade beim Hochladen ist, gehe ich auf YouTube Studio und stelle schon das Thumbnail ein, weil dann kommt es mit dem Thumbnail online, aber ihr könnt auch das Video erstmal hochladen, bis es hochgeladen ist und dann das Thumbnail einfügen. Aber vielleicht aktualisiert das dann bei einigen Leuten nicht und dann sehen die halt nicht euer Thumbnail. Erstmal nicht. Aber ja, auf jeden Fall geht ihr dann auf ein Video, zum Beispiel jetzt auf Vlog, und dann geht ihr auf Bearbeiten, also auf diesen Stift hier oben. Und dann seht ihr hier das Bild und hier oben ist dann einmal Stift, also hier, was ich gerade bewege. Hier ist ja Stift und darunter ist nochmal Stift. Und dann könnt ihr einmal von den Videos, oh mein Gott, wie ich da aussehe, ja, könnt ihr das auswählen oder ihr nehmt halt aus der Galerie euer Bild, zum Beispiel das da und auswählen. Aber ich will das ja jetzt nicht aus, weil ich habe da schon ein Thumbnail. Und dann könnt ihr da auch direkt eure Kommentare aktivieren und ja, dass die Nutzer die Bewertungen für dieses Video sehen können und halt sowas. Und ja, dann kann man das halt speichern, aber ich habe jetzt nichts geändert, deshalb... Ja, das war es eigentlich auch schon, wie ich meine Thumbnails bearbeite und einfüge. Also die zwei Apps verwende ich dann immer und auch ab und zu PixArt für Bilder bearbeiten. Aber da müsst ihr selber so eure App dafür finden. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und ja, wie schon gesagt, ihr könnt auch mal auf das i klicken. Und dort könnt ihr sehen, mit welcher, also dass ich mit InShot meine Videos bearbeite. Und ihr könnt sehen, wie ich die App da so präsentiere. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye!